Megafon 95, Folge 34, 29. Spieltag gegen VfL Bochum. Liebe Fortuna-Fans, ich bin der Mo, ihr kennt mich auch als Wampendribbler. Der Michael ist @schwensky8 auf Twitter. Ich liebe diesen Twitter-Handle immer noch. Ja, finde ich auch super. Weil irgendein Inder, hast du mal erzählt, hat den geklaut, ne? Ja, deswegen die 8 dahinter. Das ist super. Wir haben heute einen Gast dabei, um die heutige Folge von Megafon 95 mit uns zu besprechen. Das ist der Jens. Hallo Jens. Hallo, ich bin Jens. Ich bin Stadionsprecher bei der 2. Und mal gucken, welche Themen wir heute alles besprechen. Wir werden natürlich... Das wisst ihr noch nicht, aber dann verrate ich es jetzt. Wir werden eine Schwerpunktfolge zur 2. machen. Ja, ich weiß nicht, wann wir die hochladen werden, aber ich denke auch noch in dieser Woche wird die erscheinen. Ziemlich zeitnah. So, was macht man eigentlich als Stadionsprecher generell? Wie sieht da so ein Ablauf aus? Das würde mich mal sau interessieren, weil eigentlich sieht man, wenn man im Stadion ist, ja immer nur ein Typ mit einem Pult stehen, mit einem Zettel und zwischendurch mit einem Mikrofon irgendwo hinrennen. Also bei uns ist das meistens so, dass ich schon 2 Stunden vor Spielbeginn da bin. Wir reden, besprechen alles noch mit Freunden und Fans, die auch immer da sind, leiten noch den VIP-Container, also zumindest meine Familie oder andere noch. Und dann kriege ich irgendwann eine Stunde vor Spielbeginn, bekomme ich dann den Aufstellungszettel und dann geht's eigentlich erst die richtige Arbeit los mit Begrüßung der Fans, Begrüßung der Gästefans, die auch wichtig ist, weil sonst fühlen die sich benachteiligt. Aufstellung. Die Musik macht jemand anders, da muss ich mich nicht selbst drum kümmern. Aber sowas, dann Zuschauerzahl durchsagen, Wechsel, also immer gut aufpassen, wenn man da kein gutes Auge für hat, ist das ganz schlecht. Wenn man die Torschützen nicht erkennt und dann stundenlang wartet, um das durchzusagen, bringt natürlich auch nichts. Und dann halt, wenn die Polizei irgendwelche Durchsagen hat, wegen Busse für die Fans auf dem Heimweg oder Bengalos, dass sie Becher werfen, dass ein Auto an der falschen Stelle steht oder sowas. Das ist immer so mein Lieblingsding. Der grüne Pickup-Truck mit dem Kennzeichen steht im Halteverbot. Der Motor ist noch an. War einmal beste Durchsage war das in Bochum oder in Duisburg? Hieß, kam eine Durchsage, ja, der Motor ist noch an, wo ich mir denke, das Erste, was ich mache, bevor ich mich abschnalle, erstmal Motor aus. Vielleicht war einer in Panik und dachte, ich komme zu spät zum Bochum-Spiel. Beim letzten Heimspiel hatten wir so eine Sache, da stand an dem Auto die Tür offen und am Ende hat sich herausgestellt, dass das Auto Michael Lindl gehörte, der mal zu Besuch war in Düsseldorf. Ja, in München macht man es nicht so mit Türen abschließen. Die haben da alle so viel Geld, die kaufen sich ein neues. Und Holland anscheinend auch nicht, da wo er jetzt spielt. Ne? Wie gesagt, wenn euch die Folge gefallen hat, werdet uns gerne bei iTunes mit 5 Sternen oder generell eine Rezension. Würde uns sehr freuen, hilft uns sehr. Wenn ihr generell mal Meinung loswerden wollt, könnt ihr das tun in den Social Medias. Die findet ihr in den Shownotes oder in der Beschreibung. Und natürlich könnt ihr uns mittlerweile auch in unserer eigenen E-Mail-Adresse erreichen. Das projektmegafonpodcast@gmail.com. Wir haben auch bei Facebook haben wir auch jetzt eine Gruppe nur für den Fortuna-Podcast. Die heißt Megafon 95. Da könnt ihr gerne reinkommen und Kritik dalassen, Themenvorschläge und alles, was euch auf dem Herzen liegt. Dann würde ich sagen, rutschen wir direkt mal ins Spiel. Schmitz fehlte mit einem gebrochenen Zeh. Rensing hat in der 2. gespielt. Dazu halt in unserem Special 2. Podcast mit Jens. Der wird dann später die Woche auch noch veröffentlicht. Friedhelm Funkel tut sich meiner Meinung nach immer so ein bisschen schwer mit seinen Interviews. Ich habe immer das Gefühl, Fortuna schickt ihn immer so ein bisschen vor, weil die denken, der hat die Erfahrung, aber meistens habe ich das Gefühl, der labert nur Scheiße und reitet alles viel mehr in den Dreck, als es dann schon vielleicht ist. Er drückte vor dem Spiel so ein bisschen auf die Euphoriebremse. Das Ganze tat er auch nach dem Spiel in den Interviews und der Pressekonferenz. Aber das Zitat, was er wohl am besten rausgehauen hat vor und um diesen Spieltag, war bloß keine Relegation. Wäre das auch für euch so ein Thema, wo ihr denkt, so bloß keine Relegation? Oder ist es für euch so komplett weg vom Thema, Michael? Also für mich wäre, wenn wir nur Dritter werden, wäre es für mich mittlerweile eine Enttäuschung. Weil eigentlich... Bei Vierter können wir, glaube ich, mittlerweile rechnerisch schon, aber theoretisch nicht mehr werden. Dritter ist auch schon, da müssen wir auch ziemlich reinscheißen, sage ich mal, um noch Dritter zu werden. Deswegen wäre Relegation, wäre für mich auch eine Enttäuschung und ich glaube, eine Relegation würden wir auch nicht packen. Jens, wie gesagt, Fortuna spielt schlecht, die anderen spielen genauso schlecht. Also Nürnberg hat zwar jetzt mit einem Sieg so ein bisschen einen Schritt Richtung zu uns gemacht. Wie schätzt du das ein? Meinst du, Fortuna kann noch Ligameister werden oder sollten wir uns darauf konzentrieren, vielleicht doch nur Zweiter, Dritter zu werden und dann die Relegation spielen zu müssen, die irgendwie
keiner will. Ich glaube, dass das schon noch drin ist, da wir noch die zwei schweren Spiele gegen Kiel und Nürnberg ja noch selbst haben. Das heißt, wir haben es noch selbst in der Hand, Erster zu werden. Sonst Zweiter ist natürlich auch gut, dass nach den letzten Saisons, wo wir uns eher gequält haben nach unten, sieht es natürlich jetzt ein bisschen besser aus nach oben. Dritter, da ich mich noch sehr gut an die Relegation damals gegen Hertha BSC erinnern kann. Das Hinspiel war grandios und im Rückspiel dann diese Szenen. Und ich kann das einfach nervlich nicht mehr, dass ich sowas miterleben will. Also bitte lasst es Erster oder Zweiter werden und sonst lasst uns Ingolstadt noch einholen und wir werden nur Vierter. Damit hat sowieso keiner gerechnet. Deshalb Erster oder Zweiter ist okay. Lieber keine Relegation. Das wäre besser fürs Herz. Oder vielleicht auch für die Brieftasche. Wer weiß, wie viel kalte Getränke man dann danach in sich reinkippen muss. Friedhelm Funkel startet im 4-2-3-1 oder 4-1-4-1 oder 4-3-3. Da haben wir schon ein paar Mal drüber gesprochen, dass es taktische Verschiebungen der Mittelfeldspieler sind. Das sind so seine Lieblingssysteme, die drei, die er auch im Spiel benutzen. Sind eigentlich alle verwandt. Wenn man möchte, kann man auch sagen, es ist ein System. Gieselmann kam für Schmitz, Rahman war für Sami in der Aufstellung, Bozek für Neuhaus und Zimmer für Schauerte. Ja, Funkel setzt mit 4 Wechseln eigentlich ein Zeichen und das war für mich so ein Ding, wo ich eigentlich dachte, jetzt geht so ein Ruck durch die Mannschaft und Fortuna, ja, kann den Druck standhalten, was irgendwie nicht war, weil Bochum vor allem in der Anfangsphase viel Druck hatte, Fortuna war irgendwie nichts, aber die Defensive stand ordentlich und dann kam in der 30. eigentlich, wo Fink den Ball auf Haraguchi legt, der steht frei und der macht so eine komische Chip-Flanke auf Zimmer, den Ball Volley nimmt und der verzieht irgendwie, Fortuna halt zu harmlos. Jens, ist das so ein Ding, was du beobachten konntest bei der Fortuna, dass Chancenverwertung nicht gerade zu den Stärken zählt dieses Jahr? Das kann man wohl so sagen, weil wir haben zwar Torschützen viele, an Hennings hat mittlerweile 11 Tore, Rahman ist kurz vor den 10, Usami hat jetzt angefangen mit den Toren, aber irgendwie wir haben so viele Chancen, wir hätten einfach viel mehr daraus machen müssen. Deshalb haben wir auch nur die 5, 6, 7 beste Offensive und nicht wie Nürnberg schon deutlich mehr Tore geschossen. Fortuna hat allerdings in dieser, wie heißt jetzt die Seite mit den Statistiken, ist ja auch egal, tatsächlich die meisten Chancen gesamt die Saison gesehen gehabt, aber halt nur die 5. oder 6. meisten Tore erzielt. Fortuna, wie gesagt, hatte dann die besseren Chancen zunehmend vor der Halbzeit, aber es kam halt nicht viel bei raus. Die waren oft halt zu kreativlos und konnten keine Chancen kreieren. Das ist halt die Frage, Micha, erste Halbzeit oder gesamter Spiel stand man defensiv sehr kompakt, offensiv fehlt halt Kreativität. Aber speziell nach der ersten Halbzeit, was hattest du für ein Gefühl über das Spiel? Ja, die erste Halbzeit war für mich eigentlich ein typisches 0-0-Spiel. Also das war, Bochum hatte zwar mehr Präsenz, aber war auch nicht wirklich gefährlich, meiner Meinung nach. Und dann, als dann zur Halbzeit Neuhaus reinkam für Sobotka, da wurde Fortuna offensiv ein bisschen kreativer, aber hat halt meiner Meinung nach auch die besseren Chancen gehabt als Bochum. Würde ich sagen, starten wir direkt mal in die zweite Hälfte. Da kam Neuhaus für Sobotka. Neuhaus mit offensiveren Tendenzen, obwohl in dem Spiel war nicht so viel von ihm zu sehen, was vielleicht auch an der gesamt schlechteren zweiten Halbzeit lag. Fortuna deutlich offensiver tatsächlich. Ja, da kam noch Usami für Rahman, was ich irgendwie nicht verstanden habe. Jens, wollte man Rahman schonen, weil er ja diese Sprunggelenksverletzung hatte, oder war das eher so, du dachtest, jetzt hat der jetzt wieder 70. Minute und der Funkel wechselt den Rahman immer in der 70. Minute für den Usami aus? Das wird es wahrscheinlich am ehesten treffen. Der Rahman, ich weiß nicht, es wird zwar jetzt häufig gesagt, dass er die Kraft für 90 Minuten hat, aber nach 70 Minuten ist er trotzdem platt. Und ich weiß nicht, ob nur mir das so auffällt, aber Haraguchi und Rahman auf dem Platz auf den Außen ist einfach zu ballverliebt. Die Pässe werden nicht gespielt und dann passiert es schon mal, dass ein Spieler alleine ins Aus läuft und ohne abzuspielen. Und mit Usami hat man dann schon mal eher den Spieler auf dem Platz, der auch mal einen freien Mann sieht und den Ball abspielt, der dann aufs Tor schießen kann. Ich würde ja auch behaupten, dass Haraguchi und Usami zusammen irgendwie besser harmonieren als Haraguchi und Rahman. Ich weiß jetzt nicht, ob es daran liegt, dass das einfach Japaner sind und die irgendwie so eine ähnliche Mentalität haben, aber irgendwie können besser miteinander, zumindest was Fußballspielen angeht, als Haraguchi und Rahman. Ich würde behaupten, es liegt an den Spielertypen. Usami, der ist uns manchmal ein bisschen zu unauffällig in den Spielen und lässt nur selten erblicken, was er eigentlich für eine große Qualität hat.
Aber vielleicht liegt es daran, dass es unterschiedliche Spieltypen sind. Haraguchi sucht halt eher den Zweikampf, während Osami auch mal den Pass spielt oder jemanden schickt oder halt den Ball absichert. Mit Haraguchi und Raman hast du zwei Spieler, die ins Dribbling gehen. Das ist ja das, was in der Bundesliga oder der zweiten Liga oftmals kritisiert wird. Die Spieler gehen nicht mehr in den direkten Zweikampf. Aber vielleicht wird in Deutschland eher auf die Cleverness gelegt. Kommen wir zu dem schon fast Traumtor von Eisfeld in der 71. Minute, wo ca. 22 Meter der den Ball ja nicht ganz in den Winkel knallt, aber es ging schon in die Richtung. 75. Minute, Micha. Das war irgendwie dein Hasstor von Robbie Cruz. Er war zu schnell für Bormut und ja, der spielte dann durch die Beine von Raphael Wolf. Ja, weil, also ich sag mal so, ich mache Bormut dann nicht unbedingt einen Vorwurf. Er hat versucht, Cruz so gut es geht noch zu stören, wollte dann halt natürlich keine rote Karte riskieren. Und Cruz hat das einfach zu gut gemacht. Ich fand's nur irgendwie, ich weiß nicht, ob Wolf den nicht hätte halten können, weil das war wirklich nur so ein, dass der Cruz tippt den Ball gefühlt mit 2 km/h am Wolf vorbei und der Wolf lässt sich, also macht so diesen Standardsprung, man macht sich so breit wie möglich und hofft angeschossen zu werden. Ja, ich weiß nicht, das war so, mit ein bisschen Glück hätte der Torwart den auch halten können. Ist Wolf ein Unsicherheitsfaktor bei Fortuna oder war es tatsächlich einfach eine unglückliche Situation? Also Unsicherheit jetzt nicht, wenn man die ganze Saison betrachtet, steht die Abwehr ja doch sicherer, wenn er hinten drin steht, aber er hat halt manchmal seine Szenen und wenn der Ball aus kürzerer Distanz zu ihm kommt, die Beine zumachen ist nicht so sein Ding und dann passiert sowas schon mal, aber bei der Szene, ich finde, dass Bormut hätte seinen Körper ein bisschen mehr einsetzen können, Robbie Cruz ein bisschen nach außen drängen, weil so zum Abschluss lassen darf man ihn nicht. Wir kennen ihn in Düsseldorf, hat ein paar Tore für uns geschossen, auch in der Bundesliga. Und wenn er so Chancen kriegt, dann macht er die und dann muss man als Innenverteidiger auch mal dazwischen hauen. Ich glaube aber, ja, aber das Problem war halt, er war letzter Mann. Deswegen hat er sich wahrscheinlich nicht so getraut und Cruz war einfach zu schnell. Und dann war er halt weg. Sind das vielleicht Gründe, dass er nicht schnell genug ist, warum Friedhelm Funkel ihn oftmals halt links liegen lässt bei einer Aufstellung, also, und er auf Boczek setzt, statt einen jungen Spieler zu bringen, der eine gute Ausstrahlung halt aber auch hat? Aber im Vergleich zu Boczek ist Bormut meiner Meinung nach ein Usain Bolt. Deswegen, also Boczek ist auch nicht unbedingt ich würde auch behaupten, Boczek ist sogar noch langsamer als Bormut. Beziehungsweise Bormut ist ja eigentlich gar nicht langsam, nur irgendwie im Vergleich zu Cruz. Ja, also wie gesagt, ich mache ihm da keinen Vorwurf, er hat sein Bestes gegeben und hatte dann wahrscheinlich zu viel Angst als letzter Mann, dann die rote Karte zu kriegen. Und das kriegst du mit Spielpraxis wieder raus und ein Eihan und ein Hoffmann hätten da anders reagiert und hätten ihm den Ball weggenommen. Ja, aber die haben halt auch die Spielpraxis und die sind meiner Meinung nach auch schon reifer und erfahrener und auch meiner Meinung nach, ja, auch bessere Verteidiger, sage ich mal. Bei Bormut ist immer noch so das Talent, obwohl er auch nicht viel jünger ist als die beiden. Ja, ein Spieler ohne viel Spielpraxis kam in der 77. Minute. Harald Nielsen wurde für Boczek eingewechselt. 80. kam dann der Strafstoß von Hennings, der ging unten links rein. Müssen wir dazu noch irgendwas sagen? Klarer Strafstoß. Der Hennings und Haraguchi hatten dann noch eine kurze Diskussion, wer jetzt den Elfmeter schießt. Ja, der Hennings konnte, hat sich durchgesetzt, hat ihn reingemacht, also kein Vorwurf. Der Haraguchi will Tore sammeln, weil er sein Ziel ist, wenn in der WM zu spielen für Japan. Und dann, Ja, aber wenn Hennings ihn reinmacht, kann er sich den Ball auch gerne wegnehmen vom Haraguchi. Das Problem kommt halt erst, wenn er ihn nicht gemacht hätte. Nielsen bringt dann den Ball in der 83. zu mittig nach der Ecke. Und halt 87. Doppelgelb-Rot, so ein bisschen der Aufreger des Spiels. Eihan hat danach in dem Interview noch richtig abgelästert über Schiedsrichter Zweier. Für mich, wenn man die Sache neutral sieht, ich war ja auch ein paar Jahre lang Schiedsrichter, richtige Entscheidung vom Ref, beide da runterzunehmen, weil die schon vorher öfter aneinander gerasselt sind. Aber wie seht ihr als Fans das? Ich fand's unnötig. Also ich sag mal so, das war kurz vor Schluss. Klar, die haben sich dann in die Haare gekriegt, aber ich denk mir so, ja, denen dann eine gelb-rote Karte geben, kann ich verstehen, ist halt, kann man geben, ist zwar eine harte Entscheidung, aber kann man geben und mit ein bisschen Fingerspitzengefühl hätte man das, glaube ich, auch so klären können. Ich glaube, ich habe auch ein Bild nach dem Spiel gesehen. Also die haben sich ja noch bepöbelt, bis sie im Kabinengang saßen, aber nach dem Spiel habe ich dann ein Foto gesehen, wie die einfach nebeneinander zusammen die letzten Minuten vom Spiel noch geguckt haben. Also es war praktisch, die haben sich dann
paar Takte gesagt, aber ich glaube, das sind dann so Sportsmänner, dass, ja, die beleidigen sich dann ein bisschen und geben sich nach dem Spiel die Hand und dann ist auch alles wieder gut und dann hätte es meiner Meinung nach, hätte eine gelbe Karte es getan. Ja, die gelbe Karte war gut, aber wenn du als Schiedsrichter einen Eihahn vor dir stehen hast, dem sowas öfters passiert und das auch während des Spiels schon öfters passiert ist, hast du irgendwann keine Lust mehr, mit so einem Spieler zu diskutieren und du schmeißt ihn einfach vom Platz. 87. Minute natürlich und beide sind so ausgeflippt. Ja, ist okay, aber wenn du als Schiedsrichter keinen Bock mehr hast, ist das okay. Ja, aber ich kann es verstehen, aber ich finde es auch schade, dass es halt heißt, dass Eihahn im nächsten Spiel fehlen wird. Und ich glaube, wär's einer anderen Mannschaft passiert, dann hätte ich auch gesagt, ja klar, gelb-rot. Aber ja, man kennt halt den Eihahn, den kleinen Hitzkopf. Ja, der hat öfter mal so unnötige Aktionen drin. Wir haben eben das Spiel schon gut zusammengefasst. Defensive Kompaktheit tatsächlich, bis auf diese zwei Aktionen, die wir angesprochen haben, zwei Gegentore. Offensiv halt leider wirklich ohne Kreativität, ohne Biss. Und dann mit bisschen Pech. Ja, aber das ist halt, wenn du das Glück nicht erzwingst, wenn du die Bälle nicht aufs Tor kriegst, schießt du keine Tore irgendwann. Wenn du die halt alle verziehst oder die Pässe oder Flanken, die ankommen, ist es halt so. Was mir in diesem Spiel besonders aufgefallen ist, waren diese besonders schlechten Abschläge und Pässe von Rafa Wolf. Das haben wir schon besser gesehen. Jens, ist das so ein bisschen, dass er im Hinterkopf hat, ja, vielleicht kann ich jetzt zum Hamburger SV wechseln, zu meiner Familie, zu meinen Kindern, meine Heimat? Oder spürt er tatsächlich den Michael Rensing, der sich jetzt auf der zweiten bewiesen hat, so ein bisschen im Nacken? Ich glaube einfach, Raphael Wolf, er kann das natürlich, aber es ist eigentlich auch eine seiner Stärken, aber teilweise, er findet den Spieler dann nicht oder der Spieler steht zu weit an der Linie und er denkt dann, oh, jetzt muss ich ein bisschen härter schießen und schießt den ins Aus, keine Ahnung, was ihn da geritten hat, aber eigentlich würde ich jetzt nicht sagen, dass er den HSV schon im Hinterkopf hat, weil wenn er jetzt nur noch so spielt wie die letzten Spiele, was für mich nicht so stark war, dann werden die den nicht holen. Ja, aber seitdem die Gerüchte aufkommen, dass Wolf zum HSV wechselt, seitdem spielt er unsicher. Das ist ja... Und da ist die Frage, okay, einerseits, weil Hamburg halt an ihm dran ist und andererseits, weil Rensing wieder fit ist und dann... Ich weiß nicht, ob er jetzt Druck hat, dass er Leistung zeigen muss und deswegen die Leistung nicht mehr so souverän zeigt wie gewohnt. Also könnten wir tatsächlich eine Rückkehr von Rensing noch vor der Sommerpause sehen? Nein. Bist du fest überzeugt? Nein. Trainer sind nicht dafür bekannt, Torhüter oft zu wechseln. Und der Wolf hat die ganze Saison gespielt. Rensing kriegt jetzt vielleicht mal ein bisschen Spielpraxis in der zweiten Mannschaft. Aber das würde nach so einer langen Verletzungspause nicht zu einem Torwartwechsel diese Saison führen. In der Sommerpause wird sich alles neu bewiesen, aber vor der Sommerpause wird da nichts mehr passieren. Wäre das denn auch so ein Punkt, wo Raphael Wolf sagt, wenn ich den Vertrag habe vom HSV, unterschreibe ich den, weil da bin ich die Nummer 1 und in Düsseldorf muss ich jetzt nochmal, könnte ich mich gegen Rensing im Sommer nochmal durchsetzen, was ihm gegebenenfalls nicht gelingt? Ja, das denke ich schon. Ja, weil in Düsseldorf wird ihm halt keine Stammplatzgarantie geboten und wenn Hamburg ihm eine Stammplatzgarantie gibt. Aber Jens, dir wäre es an sich eigentlich lieber, wenn Rensing wieder zurückkommen würde, oder? Das ist richtig. Also Rensing ist für mich der stärkste Torwart, den wir bei uns im Verein haben. Wir haben noch Tim Wiesner als dritten Torwart, aber der ist noch ein bisschen jung. Der hat gute Anlagen, den kann man bringen, wenn man es muss. Aber er ist auch oft verletzt, ist jetzt auch immer noch verletzt, soweit ich weiß. Und Rensing hat einfach deutlich mehr Erfahrung dadurch, dass er häufig die Nummer 1 war in seinem Verein. Raphael Wolf wechselte nach Bremen, hat kaum gespielt. Wechsel nach Düsseldorf ist erstmal die Nummer 2. Rensing hat oft seinen Stammplatz verdient durch gute Leistung. Natürlich hat er Schwächen in seinem Alter auch nachzuvollziehen, aber auf der Linie doch der stärkste Torwart bei uns. Beim Rauslaufen vielleicht ein paar Schwächen, aber da ist Raphael Wolf auch nicht deutlich besser. Wenn wir uns jetzt mal das Spiel nochmal angucken, gesamt. Fortuna wirkte so ein bisschen als Aufbaugegner für den VfL Bochum, wenn man das Ergebnis als reines sieht. Jetzt hat Fortuna nur 3 Punkte aus 6 Spielen geholt. Ist das die Krise 2.0? Weil die hatten wir ja schon mal, Micha. Ja, ich weiß nicht, ob man da jetzt so jetzt eine Krise, weil die haben halt in der Hinrunde haben die halt viel schlechter auch gespielt, weil ich finde aktuell nicht, dass die unbedingt scheiße spielen. Die spielen zwar nicht mehr gut, aber die spielen ganz okay und haben dann halt Pech vorne, dass dann halt die Bälle, die dann
am Anfang der Saison oder jetzt nach der Winterpause halt, die dann drin waren, die gehen halt jetzt nur noch an Pfosten. Und deswegen, ich habe die Hoffnung, dass jetzt gegen Heidenheim, dass das dann klappt. Und dann ist es eigentlich auch wieder egal, jetzt die letzten zwei Spiele. Jetzt hat man also eine Niederlagenserie mehr oder weniger gestartet. Die Saison gilt für uns hier im Podcast so ein bisschen als die schlechteste zweite Liga der Welt. Würdest du da mitgehen oder würdest du sagen, dass die einfach so ausgeglichen ist aktuell, dass man da auch tatsächlich sagen kann, Fortuna gehört schon dahin, wo sie aktuell stehen? Für mich ist einfach die Liga sehr ausgeglichen, aber auch nicht wirklich stark. Also beides trifft da ein bisschen aufeinander. Wenn man sieht, mit welcher Leistung Fortuna diese Saison schon Siege geholt hat, da denkt man sich nur, wie haben die das gemacht? Das Spiel musst du deutlich verlieren. Aber du hast auch Spiele, wo du die deutlich bessere Mannschaft bist und verlierst das. Also es ist sehr ausgeglichen dadurch, dass jeder gegen jeden gewinnen kann. Man sieht das, dass diese Saison wahrscheinlich nicht mal 40 Punkte für den Relegationsplatz nach unten reichen. Wenn die da unten jetzt noch weiter Punkte holen, dann reichen diese 40 Punkte einfach nicht. Und das, sagt man immer, ist die Basis, um nicht abzusteigen. Und wenn man dann mit 42 auf dem Relegationsplatz nach unten landet, dann sollte das doch schon als ausgeglichen gelten, ich glaub, wenn der Tabellenführer eher nur 60 holt. Ich glaube, die letzten 10 Jahre in der zweiten Liga haben tatsächlich irgendwie 37, noch irgendwas Punkte gereicht. Aufgrund sind es, glaube ich, 38. Aber du schon sagst, dieses Jahr könnte das anders sein. Eine Mannschaft, die natürlich hofft, dass die 40 Punkte reichen, ist der erste FC aus Heidenheim. Die sind aktuell 16. Kämpfen um Abstieg und ist es so deren schlechteste Saisonleistung seit langem. Hast du irgendwelche tollen Erinnerungen an Heidenheim? Denn ich habe irgendwie nur Regenspiele, Scheißspiele und scheiß lange Bahnfahrzeiten irgendwie im Kopf. Also gute nicht. Man hat natürlich diese Erinnerung an das Hinspiel, was ein bisschen aus dem Ruder gelaufen ist am Ende. Aber mehr Erinnerungen gibt's da jetzt auch nicht. Ich glaube, wir haben mal 2-0 in Heidenheim gewonnen, aber das ist so die Erinnerung, die man durch Fortuna-Videos kriegt, auch im Internet, durch dieses Etwa-Mal-Thema. Aber jetzt als 16. gegen den Abstieg zu kämpfen, wenn der 6. auch noch gegen den Abstieg kämpft, die haben 34 Punkte, wenn die gegen uns gewinnen, und das ist allemal möglich, haben die 37 und dann kämpfen die immer noch gegen den Abstieg und das wird immer noch schwer für die. Michael, hoffst du auf einen Sieg der Fortuna in Heidenheim? Ja, auf jeden Fall. Ich hoffe, Fortuna macht Heidenheim einfach nur fertig. Ich habe mich, wie gesagt, seit dem Hinspiel bin ich kein Freund von Heidenheim. Könnt ihr im Podcast zum Hinspiel durchhören, da bin ich ein bisschen, Weil mir einfach die Spielweise von Heidenheim auf den Sack gegangen ist und wie die sich alle angestellt haben. Hast du damals dem Schiedsrichter sogar noch ein... Lasse Koslowski. Ich habe eine, scheiße Liste und da steht Lasse Koslowski und Heidenheim drauf. Und deswegen hoffe ich, dass Fortuna sich die Punkte holt, die sie eigentlich schon in der Hinrunde verdient gehabt hätten gegen Heidenheim. Und am liebsten wäre mir ein 8-0. Wird wahrscheinlich nicht passieren. Mein Tipp wäre knappes 2-1 für Fortuna. Ich habe ja so ein bisschen die Hoffnung, dass wir dieses Standard-Heidenheim-Ergebnis holen, 2-2. Und dann wäre ich auch tatsächlich zufrieden. Jens, dein Tipp? Also ich tippe, dass wir diesmal ein besseres Spiel sehen werden, weil wir generell offensiver eingestellt werden. Dadurch, dass Eihan fehlt, Hoffmann fehlt, Botzek wieder in die Innenverteidigung muss, man nicht weiß, was mit Sobotka ist, wurde er verletzt, ausgewechselt oder sonst was, gehe ich davon aus, dass wir mit einer Doppelspitze mit Raman und Henning spielen und auf Außen die zwei Japaner und gehe von einem 3-1 aus. Ja, das ist doch mal ein wunderschöner Tipp. Eure Tipps könnt ihr gerne uns in die Social-Media-Gruppe posten oder wenn ihr es über YouTube hört, auch da gerne mal in die Comments schreiben. Diskutiert mit uns, freut uns sehr. So, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr die aktuelle Folge gehört habt mit Micha und Jens. Micha ist @Schwensky8 auf Twitter, ich bin der Wampendribbler und Jens, wo können die Leute dich finden, wenn sie irgendwas von dir wollen? Eigentlich nirgendwo im Internet, also da ist alles auf privat gestellt. Halt bei Spielen der zweiten Heimspiele bin ich jedes Spiel da, immer 2 Stunden vor Anpfiff, aber sonst... Also wenn ihr euch da gerne mal austauschen wollt, er ist dafür gerne bereit. Ansonsten euer Feedback und Themenvorschläge gerne bei uns in Social Medias, Link findet ihr natürlich in der Beschreibung.
oder in den Shownotes. Ihr könnt uns auch eine E-Mail schreiben an projektmegafonpodcast@gmail.com oder halt findet ihr uns auch auf Twitter und Instagram. Ja, dann würde ich sagen, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.